Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Noel aus Liebe zum Film. Ja, wie man sehen kann, bin ich im Traumpalast gewesen in Leonberg bei Stuttgart und dort steht die zurzeit weltgrößte Kinoleinwand, IMAX-Leinwand mit 23 x 38 Meter. Also das ist wirklich ein absoluter Traum für alle Film- und Kinofans. Die Anfahrt dorthin ist ziemlich leicht gewesen. Man fährt direkt von der Autobahn ab, steht dann schon vor dem Traumpalast sozusagen. Direkt nebenan gibt es ein Parkhaus. Dort kann man sich, wenn man wie ich sich einen längeren Film anguckt, ich habe mir Avatar 2 angeguckt, am Schalter oder besser gesagt an der Theke eine Spezialparkkarte kaufen. Die kostet 5 € und damit kann man dann den ganzen Abend lang parken. Also das hat sich in meinem Fall gelohnt und 5 € fand ich jetzt nicht wirklich teuer. Ja, wie gesagt, ich habe mir Avatar 2 angeguckt und da hat die Karte so ungefähr 20 € gekostet. Es gibt einen festen Preis für Erwachsene und für Kinder und dann kommt je nach Film eben 3D-Zuschlag dazu, Überlänge-Zuschlag dazu und auch wo man sitzt. Ja, das kommt natürlich auch drauf an, wo man in diesem IMAX-Kino sitzt und da kommt dann dementsprechend auch noch 1 € oder 2,50 € dazu. Die sind es aber auf jeden Fall wert und zwar jeden Cent. Ein großer Dank geht hier raus an meinen Kumpel, den Ralf. Der hat ewig lang gewartet, eben mit den Plätzen zum Buchen, bis die besten Plätze mal frei waren. Hatte da auch selber dann Geduld, bis ich es mal geschafft habe, eben nach Stuttgart, hatte 1,5 Stunden Fahrt einfach, aber auch das habe ich gerne auf mich genommen, um hier das absolute Kinoerlebnis zu haben und speziell Avatar 2, ja, da bietet sich der Film ja regelrecht an, den in diesem IMAX-Kino auf der größten Leinwand der Welt anzugucken. Insgesamt haben im Kino circa 600 Leute Platz, es ist viel Raum da und es gibt eben gewisse Parketts und auch Logen und je nachdem hat man mehr Beinfreiheit oder weniger. Ganz unten am Kino gab es sogar noch so ein paar Liegestühle fast, also richtig coole. Scherzhafterweise standen vor dem Kinosaal noch so ein paar Klappstühle dran, da habe ich schon gedacht, das wären jetzt unsere Plätze, aber Gott sei Dank nicht. Die haben dort auch ein richtig cooles Schlafzimmerkino und da macht es natürlich auch Spaß. Wir haben schon gescherzt, als wir 16 oder 18 waren, gab es solche Kinos nicht. Da gibt es auch eine Blind Date Nacht, das fand ich auch ganz witzig. Da wird man wahrscheinlich irgendeinem Platz zugewiesen und muss dann dem Film über mit dem entsprechenden Partner, der da dann da sitzt oder Person besser gesagt, auskommen. Also ist auch eine ganz witzige Idee. Fernbedienung, Trinkbecherhalter ist dort. Also auch ein tolles Kino, das möchte ich auch auf jeden Fall mal nutzen. Aber ich wollte mir, wie gesagt, Avatar in 3D angucken und muss sagen, wow, ich bin absolut begeistert. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man sich den Film in einem kleineren Kino anguckt, mit einer kleineren Leinwand und vielleicht nicht gar so diesen überbordenden Sound, aber da in diesem IMAX-Kino, da hat es dich regelrecht umgehauen. Die Stimmen fand ich einen Tick zu leise für meinen persönlichen Geschmack, aber die Effekte und die Musik und alles, wow, da hat es dich richtig in den Sinn reingedrückt. Das hat so viel Spaß gemacht und wenn du dann das 3D gesehen hast, Sachen rausgekommen sind, der Film hat zwar nicht mega viel Pop-Out-Effekte, aber doch ein paar, die Gesichter in Nahaufnahme, dann ein paar richtig absolut grandiose Bilder mit Tiefenwirkung, dann die Unterwasserszenen in 3D. Ich sag's euch, die 3,5 Stunden, die vergingen wie im Flug. An sich ist es eigentlich ein ganz einfacher Film, der alle Themen so behandelt, die gerade aktuell sind.
Egal, ob es um Familie geht, Umweltschutz oder auch eben Krieg. Familie stand ganz oben, so oft wie da Familie gesagt wurde, dachte ich, jetzt springt noch irgendwann Vin Diesel auf die Leinwand. Also das war schon ein kleinen Ticken too much, aber ansonsten sind die Effekte absolut grandios. Da hat sich das Warten gelohnt und da freut man sich natürlich dann auch noch auf weitere Avatar-Teile. Ich werde jeden weiteren Avatar-Teil in diesem Kino angucken und kann es einfach nur jedem weiterempfehlen. Es gibt mehrere kleinere Kinos noch, wo eben andere Filme gelaufen sind. Da war auch was mit Jennifer Lopez mit dabei und je nach Genre auch aufgeteilt. Das Kino hat ein tolles Ambiente. Das hat mir sehr gut gefallen und auch das Personal absolut freundlich. Die haben gesehen, oh, da filmt jemand, hat schon gefragt für YouTube. Oder ich so, ja, danke für die Gratiswerbung. Schick uns den Link und alles. Also super nette Leute. Das hat richtig Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt noch mehr von diesem Kino sehen wollt, dann guckt euch bitte das Drohnenvideo auf dem eigenen YouTube-Kanal an. Also ich habe keine Ahnung, wer die Drohne geflogen ist. Ist wahrscheinlich eine FPV-Drohne gewesen mit einer Kamera oben drauf. Die Kamera ist aber auch großartig lichtstark und wow, also das macht auf jeden Fall riesen Spaß. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und natürlich auch in der Endcard. Das müsst ihr gesehen haben und spätestens dann bin ich mir sicher, seid ihr davon überzeugt. Also ich bin mega überzeugt von dem Kino, werde den Weg auf jeden Fall dieses Jahr nochmal gehen. Vielleicht, das wäre mal eine Sache, wenn sowas wie Evil Dead Rise da läuft, muss ja kein 3D-Effekt sein, aber so auf der großen Mega-Leinwand so einen richtigen blutigen Horrorschocker anschauen, das könnte natürlich auch geil sein, speziell mit den Effekten und alles. Es ist 4K an Bord, es ist Dolby Atmos an Bord in dem Kino. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Die allerneueste Technik wurde hier verbaut und kommt auch zum Einsatz und ist einfach nur großartig. Also in diesem Sinne soll es das jetzt gewesen sein mit meinen Eindrücken hier vom Kino Traumpalast in Leonberg bei Stuttgart. Danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus.